Hey Freunde, Servus, ich bin's der Renton, wir spielen Red Dead Redemption weiter. Unser nächstes Ziel wäre hier Biografien und Lügen, die Nebenmission, aber ich möchte zuerst hier hinreisen, um zu gucken, ob das legendäre Pferd, eines der Pferde der, apokalyptischen Reiterpferde, Gedöns, Scheißdreck, ob's da ist, ne? Wollen wir mal schauen. Wäre schön, weil es hat mich echt geärgert, dass wir es beim letzten Mal nicht fangen konnten. Wenn es nicht da ist, reite ich halt wieder zurück zu der Nebenmission. Der Weg ist jetzt nicht so ewig lang, dass ich sagen würde, ich schneide die ganze Scheiße raus. Das heißt, die Scheiße bleibt drin. Übrigens hat mir meine Freundin gesagt, dass es noch ein fünftes apokalyptisches Pferd gibt. Oder einen apokalyptischen Reiter. Und das ist Chaos. Aber Chaos wird nie eingeladen, weil der immer alles verpeilt und alles durcheinander bringt. Ist von Terry Pratchett, aber ich fand's ziemlich geil. Da rennst, da ist es. Das ist dasselbe wie das letzte Mal. Das sah ziemlich unspektakulär aus. Ich glaube, das ist Hunger oder so. So abgemagert, wie das aussieht. Oh Gott, natürlich jetzt hier direkt. Ja! Halte dich in der Mitte! Also ich glaube, Pest gibt so einen grünen Dunst ab und vergiftet die Zombies. Ich glaube nicht, dass das Pferd hier... Das könnte auch Pest sein. Das, hört ihr die Fliegen? Das ist anscheinend voll mit Fliegen. Ganz rote Augen. Nein! Oh, das war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich von so einem scheiß Pferd gefallen bin. Weil ich eben gedacht habe, es wäre vorbei und habe aufgehört, in Richtung zu drücken. Das ist aber auch eine dumme Position hier an dem Hügel. War das ein Glück, dass ich das Vieh nochmal einfangen konnte? Links, rechts. Links. Jetzt habe ich's. Was habe ich hier? Das sind wirklich Fliegen. Weißt du, ob man es gut erkennt hier auf YouTube? Was seht ihr das? Das sind tatsächlich Fliegen. Hunger. Hunger ist das doch. Hunger hat unendlich Ausdauer. Ja gut, das hatte Krieg ja auch. Und sonst? Hunger hat unendlich Ausdauer. Stimmt, ne? Wenn du hungrig bist, du wirst ja nicht einfach wieder satt. Das hat Sinn. Das hat echt Sinn. Ja, das ist, ja, doch. Gutes Spiel. Gutes, schlaues Spiel. Wo ist denn mein Ziel jetzt? Jetzt, ich voll die falsche Richtung, ne? Komm, nehmen wir hier die City ein und machen dann die Nebenmission. Kommen wir auf den Weg? Hier vorbei? Ne. Da müssen wir zuerst hin, ich will das Pferd anbinden. Nicht, dass ich auf einmal da mittendrin bin. Und ich kann mein Pferd nicht mehr anbinden. Das wäre natürlich, doch scheiße. Warum sind jetzt auf einmal wieder so viele, Pferde unterwegs, Untote? Weil, um ehrlich zu sein, habe ich so randommäßig, glaube ich, gar nicht so viele Pferde gesehen in dem Spiel. Oder in dem DLC, besser gesagt. Ich weiß es nicht. Binden wir den Gaul an. Und dann holen wir die nächste Shitty. Wow. Ich glaube, Hunger ist aber auch nicht so schnell wie Krieg. Ne? Da vorne am Bahnhof oder was das ist. Ja, ist Bahnhof. Anbinden. So, jetzt mache ich meinen Speichertrick. Audio. Sehr, sehr gut. Perfekt. Perfekt. Diese Soundkulisse bei dem Pferd. Das ist schon krank. Das ist wie wenn ich aufs Klo gehe. Das hört sich genauso an. Dann krabbeln die mir an der Arschbacke rum, die Scheißfliegen. Ich hasse es.
Ich hasse es. Manchmal bin ich mir unsicher, was für Wege der mich leitet, aber es scheint zu stimmen. Ach, ist das die, das ist doch die Mine, oder? Oh, Mine könnte hässlich werden. Ich habe auch nicht mehr so viel Munition. Ha. Krieg mal hin. What the fuck? Was machst du hier? Nein! Oh Gott, das Pferd lebt noch. Das war ein Schuss zu viel. Da ist jetzt jeder Schuss extrem wichtig. Ich kann es mir im Moment einfach nicht erlauben, so viel zu verschwenden. Ah! So, dich will ich und dich. Schon wieder ein Schuss zu viel. Puh. Untotenjäger Level 3. Irgendwas habe ich gemacht. Irgendwas Tolles. Okay. Achtung. 1, 2, 3, 4. Ja. Fuck you. Da kommt was auf mich zugerannt. Oh Gott. Och komm, die Explosion hätte doch jetzt beide treffen können. Mein Gott. Gute Musik, auch wenn es sehr laut ist, aber gute Musik. Dynamit. Nice. Ach, Gott sei Dank hat die Musik aufgehört. Also das war jetzt wirklich laut. Ne? Das war schon laut. Wo ist die Kiste? Ah, da. I'll be having that. Revolvermunition, gut. Und ab geht's zu Biografien und Lügen. Ja, ist schade, dass ich Krieg nicht mehr hab. Also ich finde Hunger finde ich auch geil, aber Krieg hat man von weitem schön gesehen, ne? Dass das Pferd irgendwo brennt. Das ist so ein bisschen unscheinbar. Da steht da total abgemagert, was zu essen. Das, ne? Wie so ein Model. Das ist mein Modelpferd. Ne? Ey, die Strecke hier, die hat's in sich. Also wirklich, zu viel Gas geben, dann kommst du auf den Hügel, dann fliegst du runter, Pferd tot, alles tot, Spiel tot, komplett tot. Das ist ein Assi. Och, gut, muss ich da jetzt ganz hoch? Hier war doch die geile Mission mit dem Dutch, oder? Oder nicht? Roca de Madeira, ich bin mir nicht sicher. Nee, doch nicht. Ich glaube doch nicht. Nee, Dutch war ja in Amerika. Ganz im Nordosten. Glaube ich. Kann sein. Was sind das für Wege? Reite ich jetzt wieder runter oder was? Das ist Schmarrn ist das. Ajo, reite ich wieder runter. Scheiß. Warum? Ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich voll den Umweg genommen habe. Ach nee, muss. Ist die Stadt schon befreit? Ja. Excelente. Das
¡Ay, Dios mío! ¡No, me arrepiento! ¡Me arrepiento! Do you think I like shooting women? You filthy, whoremongering wretch. Gracias, señores, que estaba viendo a mi tía, que tal venía disculpada. Yeah, yeah, get out of here. Go on. Go on, get it. Ándale, gracias. Hello, Mr. Ricketts. Hello, John. I see you're enjoying another vacation in our little resort. Something like that? Well, we got sunshine, sand, and a plague that makes people eat each other. Come to think of it, it must feel just like America to you. What is going on? I thought things were calmer in Mexico. This is calm. What's a little light cannibalism among friends? Excuse me. So, how've you been? Good. Well, apart from my wife and son being tied up and trying to rip my soul clean out of my body, and the entire earth turning into hell. Good. Real good. You know, John, I've lived a long life. I've seen this land when it was just wilderness and scrub. I've seen missionaries nailed to crosses by shaman and burn into just the cinders of their misguided devotion. I've seen slaves get set free and return to a bondage even more confusing than the one they left behind. I've seen diseases wipe out entire communities in a weekend. I've seen bad men make their own Valhalla out in the bush, with harems of maidens and the hunting of men as a sport. I've seen men struggle with principles and morals and the very meaning of existence. I've killed all that can be killed. Never, in all my natural-born days, seen anything quite like this. Nor me, sir. Now, if we could only get something that would attract these blighters, we could kill them faster and maybe return this land to its natural state. Some kind of bait? Exactly. I think I might know how. And more dynamite. I'm running pretty low. Let me see what I can do. Thank you, John. And take care. Der Ricketts kehre in einigen Stunden mit untoten Ködern und Dynamit nach Landon zurück. Ja, ich hab nur noch einen Köder, ne? Hä? Wo kriegt man mehr Köder her? In den Läden kann man ja nichts kaufen. Geht ja nett. Geht ja nett. Komm, ich mach hier die Stadt noch. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man die Städte hier befreit, dass man dann tatsächlich in den Kisten so Zeug findet. Hoffe ich doch. Wobei ich jetzt nicht wüsste, dass man da schon mal. Hat man da schon mal Köder? Nee, ich glaub nicht, oder? Warten wir ab. Mehr wie ausprobieren kann ich es jetzt nicht. Aber ich finde es unglaublich geil, dass die alle immer wieder dabei sind. So, wieder sichern. Holy shit! Ready to burn! Oh Gott! Ready to burn! Das interessiert die einen Scheiß. Oh Gott. Ah! Ich könnte jetzt einfach einen Köder benutzen oder sowas. Weg, 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 weg! Ach, fuck, es funktioniert nicht.
Ich sterb! Oh Gott! Untot. Nahe Ort neu starten. Probieren wir es nochmal. Ich glaube, ich schnieche nach Schneiber nochmal ein bisschen vorne dran. Ach, Revolver und Pistolen haben ja andere Munition. Ich habe noch einiges an Revolver-Munition. Das ist natürlich geil. Oh, rennt mich nicht wieder um. Zack. Ich habe eben schon gedacht, ich erschieße mein Pferd. Bleib jetzt stehen. Danke. Ach Gott. Let's lasso. Renn. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Sauber. Und den noch im Nahkampf. Ach Gott, ey, das war geil, hä? Nee, nicht den Revolver, den mag ich nicht. Oh, ich hab nur den. Oh. Ist ja okay. Jetzt. Dich will ich. Ich erkenne halt kaum was, ne? Oh, das scheint gut gesessen zu haben. Och, warum funktioniert denn das alles mit dieser Nahkampf? Ich sag immer Nahkampf, halt mit dieser Sequenz nicht, dass ich denen direkt die Headshots verteile. Oh Gott! Konzentration. Es ist halt ein garantierter Kill und es gibt mir noch ein bisschen Kraft. Oh Gott. Sehr schön. Und den letzten. Hat nicht getroffen. Jetzt aber. Hui. Dieser Ort wurde gerettet. Kiste, hallo, 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 jetzt. Pistolenmunition, scheiße. Also ich freue mich ja normal über Munition, ne? Aber es ist. Ist halt kacke, wenn ich Köder brauche. Wo kriegt man Köder her? Just what I needed. Die Köder kamen ja vom West Dickens. Es gibt keine Läden, wo ich Zeug kaufen kann. West Dickens haben wir tschüss gesagt. Vor zwei Parts. Hm.
Well, that didn't go well. Seth, finally I've joined you. Seth, finally I've joined you, weil er die Leichen ausnimmt. What the fuck? Geil. Letzte Kiste? Das ist die letzte. Was sind die? Ist die drin? Wo bist du, Kiste? Hä? Ah, da. Auch nicht so gut. Einen Köder habe ich ja. Vielleicht reicht ja einer. Einen habe ich ja noch. Ich gehe mal speichern. So. Wo kriege ich Köder her? Andere Stadt vielleicht? Reicht sogar. Ja, reicht sogar. Erlaub, geh mal zum Ricketts. Landon Ricketts. Riggity Riggy. Riggity Riggity Ricks. Auf Hunger. Hunger. Jetzt. Let's go. Habe ich jetzt mehr Köder? Zwei? Okay, man kriegt irgendwo kriegt man sie her. Wenn ihr gemerkt habt, wo ich den hergekriegt habe, bitte schreibt es mir, würde mich mal interessieren. Oder es kommt vom Speichern, vom Schlafen und so? I do not know. Mr. Ricketts. Hello, sir. How have you been? As you imagine. Good. Did you get the dynamite? Yes. And the bait. Let's see. Here, let's work with that for a second. This calls for a soft touch. Not the brutish hands of a man of war, but the delicate touch of an artist. Some use oils, and some a chisel and a block of marble. For me, sir, it was always either high explosives or the trigger of a fine iron. But it's much the same. Sometimes your humility overwhelms me, Ricketts. You and me both, Mr. Marston. Now, if you'd have seen me when I was a young man, if you'd have seen me when I was so fast, you couldn't see me. Well, then you'd know this is humility. The truth is, well, truth is long dead. Now we got only memories. Memories and a great swath of demonic mutants, of course. Have you heard anything? I heard a man in Chicago was writing a biography of me. And can you believe it? An artist in Pittsburgh painted my portrait. I mean, the demonic hordes. Not your own unending glory. No. Oh. That? Nothing too interesting. Someone said that there's some really big problems near Escalera. But I can't concern myself too much with that. This is my home now. This, and this up here. Take care of yourself. I will. I don't think getting savaged by some brainless corpse would do too much justice to your myth. Yeah. I think you're teasing me, Mr. Marston. But I thank you, and I appreciate your concern nonetheless. Haben wir jetzt Sprengköder, genau. Ich wollte schon sagen, Köder Molotow-Cocktails. So,
So wie es aussieht, können wir zu der Nonne zurück. Ich fand es jetzt übrigens sehr geil mit Landon Ricketts. Hat mich doch gefreut. Ich finde den cool. Ich finde, der hat auch eine geile Stimme. Oh yeah. Geht gut ab. Leute, danke fürs Zuschauen. Wenn ich speichern könnte, würde ich jetzt... Ja, gut. Ich verpiss mich. Bis dann.